Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich euch heute einen kurzen Einblick in Ground Support geben kann. Wenn ihr zukünftig groundsupport.de aufruft, seht ihr diese Seite. Das heißt, wir haben die Fragen und unter den Fragen sind dann die Antworten, wenn man hier klicken würde, mache ich später. Dann haben wir Kategorien oder gerade auch noch Organisationen genannt, die hier aufgeführt sind. Hier unten ist Platz für unsere Werbung, die wir schalten wollen, beziehungsweise die andere schalten können. Angemeldet mit der E-Mail-Adresse beziehungsweise dem Benutzernamen bekommt man dann seine Rolle zugewiesen. In dem Fall bin ich der Admin. Auch da habe ich wieder die Fragen plus die Kategorien. Und ich könnte jetzt hier die Frage aufrufen nach dem Motto: Wo trainiert das Nachwuchsteam des SC Augsburg? Und dann bekomme ich die Lösung. Hier sieht man, die Lösung ist auch als die Lösung, das als das ist die Antwort gekennzeichnet und dementsprechend ist es hier auf der Übersichtsseite auch schon grün. Also es gibt eine Lösung dafür. Es gibt nicht nur Antworten, sondern es gibt sogar eine Lösung dafür. Zu den Organisationen, die der Admin hat. Hier habe ich den Namen der Organisation plus eine Beschreibung. Hier sind schon welche angelegt. Man könnte aber auch eine neue anlegen, den Namen eingeben, die Beschreibung eingeben. Wollen wir aber gerade nicht machen. Unterhalb der Organisation gibt es dann Unterkategorien, wie hier zum Beispiel die WWK-Arena, das Nachwuchsleistungszentrum oder einige Spieler. Und auch hier ist es recht einfach, eine neue Kategorie anzulegen. Einfach Beschreibung hier eingeben und Kategorie erstellen. Der Admin hat aber auch noch die Datensicht. In der Datensicht sieht er, was zuletzt passiert ist. Er kann sich Antworten auflisten lassen oder die Fragen auflisten lassen. Er kann sich die Organisationen anzeigen lassen oder die Kategorien, die es gibt. Bei den Rollen sind wir noch am Arbeiten. Bis jetzt gibt es nur eine Admin-Rolle, aber da kommen von Zeit zu Zeit neue Rollen hinzu. Übersicht ist dann wieder dieses. Und auf der Home-Seite bin ich wieder bei meinen Fragen. Wie erstelle ich eine Frage? Frage erstellen. Ich gebe eine Kategorie ein bzw. wähle aus einer Kategorie, nehme mir dazu eine Unterkategorie und gebe dann den Titel meiner Frage ein. Gefolgt von einer Beschreibung und von Schlagworten. Abschließend kann man das Ganze mit Frage erstellen. Das Antworten ist ähnlich einfach. Man geht auf die Frage. Hier ist jetzt schon eine Antwort eingegeben, aber nichts anderes ist es auch beim Antworten. Man gibt hier seine Antwort ein, erhält dann hier die Vorschau auf seine Antwort, kann ein Bild hinzufügen, geht auf Antworten und schon hat man die Antwort auf die Frage gegeben. Was ist jetzt das Besondere an unserem Fragen- und Antwortenportal? Das sind diese Bewertungen. Ich kann hier pro Frage sagen, es gefällt mir und ich kann der Frage eine Wichtigkeit mitgeben, die ich hier von 1 bis 5 habe. Und das Gleiche kann ich auch bei den Antworten machen. Weiterhin haben wir bei der Bewertung für jeden User eine eigene Bewertung. Das heißt, die Fragenqualität und die Antwortqualität wird aus allen bisherigen Fragen und Antworten
berechnet und es gibt einen Score, den man dann pro User erreichen kann. Also hier könnte man jetzt sagen, wie sind die Blöcke in der WWK-Arena angeordnet? Dann könnte ich sagen, die Frage gefällt mir und die Frage bewerte ich. Ist mir nicht ganz so wichtig, aber es ist schön, dass sie gestellt wurde mit einer 2. Hier ist dann auch schon die Antwort. Auch hier kann ich sagen, okay, die Antwort ist genau das, was ich wollte. Und die Antwort gefällt mir. Und die Wichtigkeit ist wegen mir 3, weil ich habe es dadurch jetzt recht schnell gefunden. Oder das war eine sehr gute Lösung, gut beschrieben. Dementsprechend kann ich hier dann die 3 wählen. Das hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf die bisherige Fragen- und Antwortqualität des Users, weil ich ja hier alles mit meinem User gerade gemacht habe. Ja, das ist ein kurzer Einblick. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich hoffe, das Tool gefällt euch. Und ihr könnt euch gerne beteiligen bei Gründen Live und uns Feedback geben oder hier bei YouTube einfach einen Kommentar abgeben. Ich bedanke mich, hoffe, es hat euch gefallen und verabschiede mich.